Wunderschönen guten Abend. Ja. Ja, so ist das, wenn man irgendwie nachts um 3 ins Bett geht und dann irgendwie ein Diktat des Fahrplans hat und um 13 Uhr am frühen Morgen an Tag 3 auf der Easter Hack einen Vortrag halten darf. Ich bin das Diktat des Fahrplans. Ihr seid alle freiwillig hier. Danke, dass ihr hier seid. Das Thema heute: autistische Wahrnehmung. Der Vortrag zum Podcast: Was ist Autismus? Herzlich willkommen. Ja, man soll ja immer sagen, die Medien, man braucht immer so einen Aufhänger für das Thema. Ich habe mir mal Greta Thunberg genommen. Greta Thunberg ist dadurch bekannt geworden, dass sie irgendwann im August letzten Jahres sich einfach ganz alleine mit einem kleinen Schild vor dem schwedischen Bundestag in Stockholm gestellt hat und einfach mal gegen das Klima protestiert hat. Und durch ihre Art und Weise, sie hat dann einen TED-Talk gehalten, ist da eine riesengroße weltweite Bewegung geworden, Friday for Futures, wo erst Schüler und mittlerweile Eltern und Forscher protestieren und die Politik darauf jetzt auch wirklich reagieren muss. Und das hat nicht nur allerdings, glaube ich, auch was damit zu tun, dass Greta Thunberg Autistin ist. Ich will jetzt hier keinen Vortrag über Klima oder so halten. Dazu kenne ich mich auch gar nicht mit Klimaschutz und so aus. Das macht Greta viel besser als ich. Hört die TED-Talks von Greta, sie sind sehr gut. Ich will mich mit was anderem beschäftigen, nämlich mit Autismus. Genau. Autismus ist, ach so, kurz noch was zu meiner Person. Ich bin Fair Sein schon relativ lange auch im Chaos-Umfeld aktiv. Der erste Kongress war der 30C3. Die Diagnose habe ich indirekt über den 31C3 bekommen oder 32. Ich weiß es jetzt gar nicht so genau. Genau, bin seit ich 27 bin diagnostiziert. Vorher war ich undiagnostiziert. Was allerdings nichts damit zu tun hat, dass Autismus trotzdem angeboren ist und auch nicht heilbar ist. Gibt immer mal wieder Leute im Internet, die irgendwie Heilsversprechen ausgeben, nicht glauben, ist alles Quatsch. Das funktioniert nicht. Es ist, wenn man der Wikipedia glauben darf und wenn man so in so komische Manuale geht, wie den ICD-10, das ist ein medizinisches Manual, das sind immer diese schönen Codes, die man auf Krankschreibungen bekommt. Da gibt es auch F-Codes, das sind dann die psychiatrischen Erkrankungen und dort ist Autismus eingegliedert als tiefgreifende Entwicklungsstörung. Entdeckt wurde der Autismus unabhängig voneinander einmal von Hans Asperger in Wien während des Zweiten Weltkriegs. Die Forschungen von Hans Asperger wurden mehr oder weniger vergessen und erst in den 80er Jahren überhaupt wiederentdeckt. Leo Kanner war ein Arzt, der mit Hans Asperger zusammen lange Zeit auch geforscht hat, musste dann allerdings, weil er Jude war, in die USA fliehen und hat dort Autismus auch nochmal entdeckt. Die Bedingungen für Autismus allerdings sehr viel anders definiert, sehr viel enger definiert. Und Leo Kanner hat, glaube ich, dadurch, dass er eine Theorie hatte, nämlich die sogenannte Kühlschrankmuttertheorie, die sehr gruselig ist. Ich sage dir auf der nächsten Folie gleich nochmal was dazu. Glaube ich, da eine Menge Verwirrung gestiftet, weil Leo Kanner meinte, na ja, Autismus kommt daher, dass die Mütter mit den Kindern nicht interagieren. Heutzutage wissen wir, das ist vollkommener Quark. Das kommt woanders her. Nicht die Mütter sind schuld, definitiv nicht. Was ist schuld? Ja, wissen wir nicht. Wir brauchen mehr Forschung. Gibt so ein paar Vermutungen. Man geht davon aus, ist auf jeden Fall irgendwie vererbbar. Man sieht es, dass es in vielen Familien gehäuft vorkommt. Also es ist tatsächlich heute immer noch so, dass viele Kinder diagnostiziert werden und über die Kinder denn danach die Geschwister diagnostiziert werden, aber auch die Eltern diagnostiziert werden oder ein Elternteil diagnostiziert wird. Insofern kann man, glaube ich, von dieser Theorie, dass es vererbbar ist, ganz gut ausgehen. Ansonsten ist es so, was ich auch sehr, sehr spannend finde.
Autismus ist ein Gebiet, ich glaube, wenn man irgendwie sich für psychiatrische Erkrankungen, was ist, wenn man als auf dem, ich werde vieles vereinfachen und manche Begriffe werden auch nicht allen gefallen und ich glaube, der Begriff Erkrankung, ich möchte den hier nicht diskutieren und der ist hoch umstritten und wenn man das aus, egal, ich möchte mich da nicht vertiefen, aber die Forschung ist, findet halt im medizinischen Bereich statt und im medizinischen Bereich ist Autismus durchaus auch Erkrankung zu sehen, weil medizinisch können wir nur Erkrankungen erforschen, das ist ein bisschen blöd. Eigentlich finde ich, Autismus ist keine Krankheit, sondern nur eine andere Form des Daseins und ja, oder Autismus ist eine Behinderung. Und zwar, wenn man es genau nimmt, eine körperliche Behinderung des Gehirns. Sehr spannend. Kommen wir zu den Formen. Ich sagte ja schon, den ICD-10, der ist veraltet, gilt aber immer noch, weil der ICD-11, der schon seit 3 Jahren eingeführt werden soll, immer noch nicht gilt. Das ist so der BER unter den Diagnoseschlüsseln. Der soll immer dieses Jahr eingeführt werden. Und dieses Jahr wirklich und dieses Jahr wirklich. Und ich habe jetzt auch gelesen, ja, 2019 soll er wirklich, wirklich kommen. Und wir gucken mal, ob es so kommt. Da teilen wir ein in 3 Formen, in den frühkindlichen Autismus, auch Kanner-Autismus genannt. Das ist das, was Leo Kanner gesagt hat, in den Asperger- oder hochfunktionalen Autismus. Das sind, ich sag gleich, wo die sich befinden. Und alles, was wir nicht einteilen können, was machen wir damit? Ja, das ist ja entweder atypischer Autismus oder man hat, gibt jetzt auch Ärzte, die sagen, ja, wenn ich es nicht einteilen kann, dann mache ich einen kleinen Hack im ICD-10 und nimm einfach den unspezifischen Code und schreibe Autismus-Spektrum-Störung hinter. Weil heute die Forschungsergebnisse sagen Autismus-Spektrum-Störung. Im ICD-11 fliegen diese 3 Begriffe alle raus, die gibt's nicht mehr. Und wir unterteilen nur noch nach, wie betroffen ist derjenige und vergeben für alle das Autismus-Spektrum. Jetzt habe ich hier so einen Strich mit 3 Strichen. Hier hinten, das sind die Enten oder die NTs. Was sind NTs, fragt ihr euch, ja. Komische Leute, sagen wir Autisten. Nee, das sind neurotypische Leute. Warum sagen wir neurotypisch? Ja, weil niemand normal heißen will. Das ist sozusagen die Abgrenzung zu den Autisten oder zu den Leuten, die nicht in diesem Spektrum liegen. In diesem Spektrum liegen ja zum Beispiel auch ADSler und ADHSler. Das ist so ähnlich wie Transmenschen diese Leute als CIS bezeichnen oder wie, das finde ich eine super schöne Abgrenzung, Rollstuhlfahrer nennen die normalen Leute Fußgänger. Das finde ich total toll, den Begriff. Ja, Fußgänger als Abgrenzung zu Rollstuhlfahrer, fand ich irgendwie cool. Ja, hier in dem Bereich, da liegt dann so das ADHS und der ADS. Hier fängt der Autismus an. Ich hätte den Strich woanders hinsetzen sollen. Passiert. Hier fängt der Autismus an. Hier liegt denn so der hochfunktionale Autismus und der Asperger-Autismus und hier kommt dann irgendwo der atypische Autismus und dann hier hinten der frühkindliche Autismus. Ich finde, ich hatte auch schon mit frühkindlichen Autisten zu tun und ich sage immer so, ein frühkindlicher Autist würde in der Regel, Ausnahmen bestätigen immer die Regel und kennt man einen Autisten, kennt man genau einen Autisten, nämlich den. Mein Podcast heißt Autistische Wahrnehmungen, weil ich irgendwann auch mal Gäste haben will und jeder nimmt seinen Autismus auch anders wahr, genauso wie NTs, da gibt es ja Hunderttausende, ist bei Autisten nicht viel anders. Und wo war ich jetzt stehen geblieben? Irgendwo. Super, mein Gehirn mag mich halt mal wieder. Wo war ich jetzt? Wollte ich dazu noch irgendwas sagen? Nö. Ja, mein Gehirn mag mich heute, ist halt früh. Ja, und wie gesagt, und man sieht halt, das ist ein Spektrum und auf diesem Spektrum befinden sich halt alle Leute und hier in diesem Bereich befinden sich dann halt die Autisten. Jetzt mag man denken so, okay, hier sitzt der frühkindliche Autist und hier der Asperger-Autist. Wenn da neurotypische Leute raufgucken, sagen so, naja, hier hinten sind ja wir, dann ist es ja völlig klar, dass der stärker betroffen ist als der. Und ich muss sagen, ist nicht so, weil der ist eher erkennbar. Wir sind unsichtbar. Der wird klar für einen Autisten gehalten, der wird wie wird für einen Neurotypischen gehalten und hat
viel mehr Probleme in der sozialen Interaktion, weil die meisten Leute uns nicht erkennen, außer wir sagen es ihnen. Und das ist halt auch schwierig. Nicht alle trauen sich das, nicht alle. Manche haben schlechte Erfahrungen gemacht, sich als Autist zu outen. Und da ist das dann halt kompliziert. Ja, was ist Autismus eigentlich wirklich? Haben wir noch gar nicht so viel drüber gehört. Mal kurz gucken. Ja, das sieht sehr gut aus. Autismus ist eine Reißfilterschwäche. Ich werfe die Folie in der nächsten Folie übrigens gleich wieder weg. Keine Bange. Autisten nehmen immer alles wahr. Sie hören, sehen, riechen und fühlen. Und deswegen ist die Wahrnehmung zu stark. Im Moment ist es so, ich merke, wenn da hinten einer zur Tür reinkommt, ich sehe die Sonne da durchscheinen, weil die Klos nicht ganz runter sind. Ich merke vor allem dieses Bügelmikrofon. Ich mag das Bügelmikrofon, weil dann kann ich mit den Händen sprechen. Hab aber gleich gesagt, ich hoffe, dass ich den Vortrag durchhalte. Im Notfall muss ich halt auf das andere Mikro gehen. Aber ich merke halt immer alles. Und hören, sehen, riechen, fühlen. Das heißt, wenn du in Berlin in der vorherigen S-Bahn sitzt, die Leute kommen dann irgendwie an deine Haut. Das ist super unangenehm. Ich bin in der Regel mit solchen schönen Kopfhörern unterwegs. Das sind Noise-Canceling-Kopfhörer. Empfehle ich jeden Autist. Das ist sehr, sehr gut. Ich hatte sie lange Zeit nicht. Reizfilterschwäche als das, was Autismus ist. Nö, ist es nicht. Ist eine Reizfilterstörung, weil wir können auch hyposensibel sein. Was ist Hyposensibilität? Weiß irgendwer, was Hyposensibilität sein sollte? Das ist das Gegenteil von Hypersensibilität. Das heißt, wir sind unempfindlicher in bestimmten Bereichen. Und das kann tatsächlich auch alle Bereiche betreffen. Ich hatte mal auf dem letzten Kongress ein Autistic Meetup und hatte den Autismus auch schön als Reizfilterschwäche eingeführt und die so, ich habe das nicht, ich gehe auf Wacken, weil ich brauche das und ich habe überhaupt keine Reizfilterschwächen in null Bereichen. Ich bin überall hyposensitiv, gibt's auch als Autist. Bei mir ist es zum Beispiel so, und das ist ganz häufig so, bei Temperatur, also ich bin in der Regel kühler angezogen als alle anderen und fühle mich wohl damit, kenne aber auch Autisten, wo das genau anders ist. Bei Schmerzen, gerade im Bereich Meltdown, da können wir gleich noch drauf, was das ist, kann es auch teilweise halt abgesenkt sein, die Hyposensibilität. Aber egal, ob wir jetzt eine Reizfilterschwäche haben oder halt eine Hyposensibilität oder halt eine Reizfilterstörung, auf jeden Fall, unser Gehirn muss sehr, 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 sehr viel verarbeiten, weil wir nehmen halt immer alle Reize wahr und müssen halt aktiv in Gesprächen, zum Beispiel im Hackcenter, herausfiltern, was die Neurotypen uns gerade sagen wollen. Und das ist gar nicht so einfach, weil die Neurotypen, die können halt alles andere passiv einfach ausblenden. Das müssen sie nicht aktiv machen. Wir Autisten müssen das aktiv machen. Ich sage immer so, wenn man einem Neurotypen ein Gehirn von einem Autisten einpflanzen würde, ich glaube, der würde das, also wenn das gehen würde, geht ja nicht, zum Glück. Gehirne verpflanzen ist nicht toll, glaube ich. Aber ist ein anderes Thema. Der würde, glaube ich, innerhalb von einem halben Tag komplett durchdrehen und mich fragen so, wie kann man damit leben? So, ja, ich glaube, ich kann halt damit leben, weil ich kenne es halt nicht anders. Das ist halt so das Ding. Ja. Ich habe den Meltdown schon mal angesprochen, hier eine kleine Übersicht. Es kommen gleich die Folien, wo ich dann detailliert drauf eingehen werde. Das ist jetzt erstmal nur eine reine Begriffsdefinition. Der Overload ist das, was zu Anfang kommt. Das ist jetzt, wenn der, also das ist die unschöne Seite des Autismus, der Meltdown und der Shutdown. Ich glaube, da gibt es auch keinen Autisten, der mir da groß widersprechen wollen würde, denke ich mal, vermute ich. Aber ich glaube, es gibt niemanden, der einen Meltdown gerne hat und es gibt aber auch bei Autisten nichts, was es nicht gibt. Also mich würde selbst das nicht wundern, aber das halte ich für äußerst unwahrscheinlich. Aber wie gesagt, ich will da nichts ausschließen. Der Overload ist eine sensorische Überlastung. Das ist das, was zuerst kommt, das sieht man nicht. Dann kommt entweder gleich der Shutdown oder der Meltdown. Das ist unterschiedlich. Der Meltdown kann auch ohne einen Overload durch andere Dinge getriggert sofort ausgelöst werden. Der Meltdown ist die Kernschmelze, das sieht von außen, und zwar ausschließlich von außen aus, wie ein Wutausbruch. Das ist keiner, das sind ganz andere Dinge, die da ablaufen, komme ich auf den nächsten Folien gleich zu.
Der Shutdown, das nennt sich Abschaltung, das ist der totale Rückzug in sich selbst. Die Person sitzt da, starrt und ist auch nicht ansprechbar und oder schläft einfach ein. Also ich kenne jemanden, der geht halt in den Supermarkt, ist überreizt, setzt sich in ein Auto und kann nicht losfahren, sondern ist einfach weg für eine halbe Stunde. Und alle Beteiligten innerhalb des Bezugskreises wissen auch genau, den erreichen wir gerade nicht, okay, der fängt sich wieder und dann fährt er zurück. Ja, der Overload äußert sich weder aggressiv noch in einer völligen Abschweifung. Anzeichen sind Stimming, was Stimming ist, da kommen wir später drauf, fokussieren auf eine Sache, man wird schon erste Anzeichen mutistisch, das ist, man stimmt mehr, man nimmt es aber von außen nicht wahr. Und viele Autisten nehmen es auch selber nicht wahr oder wollen jetzt trotzdem das weitermachen, was sie weitermachen, weil Tagesstrukturen und so wichtig. Habe ich übrigens gar nicht im Vortrag, dann gehe ich jetzt auf Tagesstrukturen gar nicht weiter ein. Eventuell schon, mal gucken. Ja, so viel zum Overload. Der Meltdown, da hatte ich ja schon drauf abgehoben, das macht keiner gerne. Da wird alles und jeder angeschrien, der irgendwie ist. Man schreit sich in der Regel selber an. Man ist auch aggressiv zu sich selber. Ich sprach ja von der Hyposensibilität gegenüber Schmerzen. Das ist bei mir im Meltdown tatsächlich der Fall. Im Meltdown habe ich ein sehr, sehr geringes Schmerzempfinden. Und damit ich irgendwie wieder zu mir komme, haue ich halt mit dem Kopf mit voller Wucht gegen die Wand. Und ein kleiner Hinweis zu Ärzten, es bringt überhaupt nichts, da die Hand dazwischen zu tun, weil das ist eher kontraproduktiv, weil die Wand ist schön hart, eure Hand ist nicht so hart und danach blau, das ist ein bisschen doof. Sowohl für euch als auch für den Autisten, weil der Autisten hatte keine schöne harte Wand mehr und ihr eine blaue Hand, das ist dann dumm. Man hat kaum bis keine Kontrolle über sein Verhalten. Was war das? Ja, man hat kaum bis keine Kontrolle über sein Verhalten. Wie hilft man so einer Person? Nicht anfassen, ganz wichtig, nicht anfassen, nicht anfassen, nicht anfassen. Weil wenn ihr diese Person, wenn ihr den Verdacht habt, es ist ein Meltdown, ihr diese Person anfasst, im Notfall kriegt ihr eine gelangt. Und ihr könnt, der Autist kann auch nicht kontrollieren, ob und wie er euch schlägt. Und das kann auch zu ernsthaften Verletzungen führen. Ich habe auch schon gehört, dass Autisten halt aus Versehen die Beton mit der Glasscheibe verwechselt haben, beim Kopf gegen die Wand schlagen. Das war dann ein bisschen unschön danach. Kommt halt vor. Wie gesagt, man hat das danach auch alles schon. Also man weiß, dass das Schlimme am Meltdown ist, dass man zwar keine Kontrolle über sein Verhalten hat, aber alles mitbekommt. Das heißt, wie hilft man? In der Nähe sein, abwarten, die Bezugsperson verständigen, wenn man weiß, wer es ist, und ansonsten schickt die Leute weg. Ja, die Leute gucken, ist ganz normal, aber es ist unangenehm. Wir merken, dass die Leute gucken, das ist unschön. Und ich habe ein Zitat rausgesucht, das ist tatsächlich so ins Internet geschrieben, das ist von einem frühkindlichen Autisten, der genauso schreibt, er sagt so, ja, sagt das so immer, mein Gehirn macht Unsinn mit meinem Körper. Fand ich irgendwie ein sehr schönes Zitat. Ja, der Shutdown. Beim Shutdown ist es so, da kann ich nicht aus eigener Erfahrung sprechen, weil nicht jeder Autist hat alles und ich habe keine Shutdowns. Deswegen fällt es mir immer ein bisschen schwieriger, darüber zu sprechen. Das passt immer noch sehr gut. Wie gesagt, das ist der völlige Rückzug in sich selber. Man schaltet sozusagen ab. Wenn man es schafft, flüchtet man an einen sicheren Ort oder man schafft das nicht mehr, denn sitzt man halt einfach nur da. Äußere Reize werden nur noch sehr gedämpft wahrgenommen oder gar nicht. Auch da einfach da sein. Wie man da helfen kann, müsste ich mal mit Personen sprechen, die das haben, weil ich weiß es tatsächlich gerade auch nicht.
Kommen wir zu coolen Dingen. Stimming! Ich mag Stimming. Stimming ist toll. Was kann man da machen? Hin und her schaukeln. Das ist so das Klischeebild des dummen Autisten. Der gute Autist ist dumm, ist schlau in Mathe und der dumme Autist, der sitzt in der Ecke und schaukelt. Beides völlig eher Quark, aber Stimming ist trotzdem toll. Stimming hilft jedem, jeder Mensch stimmt. Dadurch, dass wir aber halt mehr überladen sind, stimmen Autisten und ADSler und ADHSler mehr als andere. Und das kommt auch immer darauf an, je nachdem, wie doll die Personen kompensieren, stimmen sie halt mal mehr oder weniger, weil es halt gesellschaftlich denn doch sehr geächtet ist. Wie gesagt, das Hin- und Herschaukeln hatte ich schon gemacht. Auf Gegenständen rumkauen. Ich glaube, wir kennen alle die Leute, die irgendwie auf Bleistiften oder Kugelschreibern in Meetings rumkauen. Es gibt heutzutage spezielle Ketten mit schönem Schmuck. Was denn ein Beißring ist, den man nicht erkennt, ist sehr cool, wenn man sowas mag. Habe ich leider selber nicht, kann ich nicht zeigen. Akustisches Dims, relativ unbekannt, geht auch. Auf flackernde Lichter starren, habe ich im Netz gefunden, so. Aber eine Kerze ist unglaublich beruhigend. Ich glaube, das kann jeder nachvollziehen. Mit den Händen wählen, das habe ich ganz zu Anfang gemacht. Und Stimming, Stimming, Stimming. An Dingen riechen habe ich auch mit reingenommen, weil ja, ist auch ein Stim im Meltdown. Nehme ich das ja, um aus dem Meltdown wieder rauszukommen, den Kopf gegen die Wand schlagen. Ja, es gibt auch Stims, die nicht so cool sind. Es gibt auch noch andere Stims. Wenn ein Stim irgendwann euch selber nicht gefällt, dann muss man halt auch manchmal nachgucken, ob der Stim so gut ist. Aber prinzipiell ist Stimming erstmal was Gutes. Eine Decke ganz fest um sich wickeln ist total cool. Wenn ich abends mal nicht einschlafen kann, denn, weil wickle ich nicht eine Decke um mich, sondern sag meiner Freundin, leg mich mal auf mich. Und ich kenne ganz viele Leute, die große, schwere Decken sich bestellen, die 8, 10, 12 Kilo schwer sind, sogenannte Gewichtsdecken. Und das soll auch total gut sein, das habe ich auch mal vor. Und ja, die Liste lässt sich hier unendlich doll fortsetzen. Und auch da habe ich ein schönes Zitat gefunden im Internet. Schon ein schwingender Stuhl in einem Wartezimmer kann für manche von uns aus einer angsterfüllten Situation eine euphorische Stimmparty machen. Ich fand den Satz so toll. Der musste unbedingt in diese Folien rein. Ja, Autismus und Emotionen, das ist, glaube ich, auch so die Folie, so, das widerspricht allem, was man so in den Medien liest. So. Autisten, das sind ja diese Leute, die kaum Emotionen haben, diese Robotermenschen. Es wird besser in den Medien mittlerweile, aber so war es lange Zeit. Vor 2 Jahren konnte man das überall lesen, außer bei T-Online, die hatten geile Artikel, das war ziemlich interessant. So, wenn man so in den Medien, also in den großen Printmedien, was über Autismus gelesen hat, immer Grusel, außer T-Online, die hatten einen geilen Artikel. Mittlerweile, gerade durch Greta Thunberg, beschäftigen sich die Medien mehr damit und die Artikel werden tatsächlich besser, muss man sagen. Eher zu viele Emotionen, würde ich sagen. Wir denken immer alles, wir zerdenken immer alles. Wir müssen immer alles ständig sortieren. Allerdings, und warum kommt jetzt der Eindruck, wir seien emotionslos? Weil wir auf Emotionen anders agieren. Wir bleiben auch bei Emotionen häufig in der Sachebene. Und wenn ihr jetzt irgendwie mit einem riesengroßen Problem total heulend ankommt, dann wird der Autist euch beruhigen, dass ihr nicht mehr heult. Und danach wird er, weil das für ihn komplett logisches Denken ist, mit euch versuchen, das Problem zu lösen. Er wird nicht anfangen und mit euch irgendwie Halschi-Bum-Baichi zu machen und zu sagen so, oh, ist ja alles ganz schlimm und einfach mit euch ganz, ganz schlimm einfach machen, sondern er wird immer anfangen, das Problem zu lösen, weil das ist logisch für ihn. Das andere ist unlogisch. So, wenn einer kommt und ein Problem hat, warum soll ich ihn denn irgendwie sagen so, ja, ich weiß auch, dass es schlimm ist. So, ja, das kann ich einmal sagen, aber danach will ich ja das Problem lösen, weil vielleicht ist, weil höchstwahrscheinlich ist der Moment, Mensch, deswegen bei mir hergekommen. Ist logisch. Finden Autisten. Und das ist, glaube ich, deswegen kommt halt von den Neurotypischen oft der Eindruck, dass wir emotionslos sind. Ja. Ja.
denn bin ich relativ gut durchgekommen durch den Vortrag. Autismus als Stärke. Ich mag es immer, wenn man positiv aus Vorträgen rausgeht. Ja, kein Smalltalk. Das kann man jetzt sagen, ja, ist ja furchtbar, aber Smalltalk ist eigentlich total so, wie ist das Wetter? Ja, sonnig. Oder wie ist das Wetter? Ja, Regen. So, das machen irgendwelche neurotypischen Leute, weil sie damit irgendwas machen, was wir nicht verstehen. Aber das ist eigentlich eine Stärke, weil wir reden halt über Dinge, über die Dinge, die wichtig sind. Man kann mit Autisten ewig lange Diskussionen über unterschiedliche Loktypen führen, wenn das Spezialinteresse von Autisten unterschiedliche Eisenbahntypen sind. Man kann mit Autisten unglaublich lange über hochkomplexe Dinge reden, was Programmiersprachen oder was halt das Spezialinteresse desjenigen ist. Ich kenne jemanden, der ist, ich glaube mittlerweile 10, 12, 14 Jahre, nagelt mich nicht drauf fest, der macht mit seinem Vater einen Podcast, das ist der Wochenendrebell. Da kann man ja mal reinhören, ich kann es mir nicht anhören, weil ich immer sagen, dem Autisten schütteln will und sagen will, das kannst du doch so nicht tun, aber ist was anderes. Und der ist halt total cool und macht halt wirklich Forschung, Physik, da schlackern dir echt die Ohren, das ist total abgefahren. Genau, wir hatten die Sachebene schon, Kommunikation findet halt hauptsächlich auf einer Sachebene statt. Das ist total cool in Meetings, wenn die Leute sich alle emotional schon wieder völlig dings, dann kommt der Autist und sagt mal so, das ist das, das und das und das passiert hier gerade, warum machen wir eigentlich den ganzen Quatsch? So ist die Struktur, warum? Finden viele Leute uncool, aber eigentlich ist es total toll. Faszination an wortbasierten Humor. Es kommt ja auch immer so, ja, Autisten können keinen Humor, Autisten können keinen Sarkasmus, Autisten verstehen keine Witze. Das lese ich immer im Internet und dann, weiß ich nicht, unterhalte ich mich mit Autisten und wir lachen nur. Wo ich dann so denke, so, ja, warum? Ich verstehe nicht, warum. Ja, wir haben halt einen anderen Humor. Das ist halt, ich glaube, dass der Sarkasmus, Humor von Autisten ein völlig anderer ist und irgendwie auch anderen Regeln folgt als der von neurotypischen Leuten. Also ich habe das jetzt dadurch, dass ich auch viel mit Autisten übers Internet kommuniziere, per StudioLink, das hat gute Audioqualität, deswegen oder Mumble mit vernünftig konfiguriert, da merke ich sofort und ich kriege auch ganz oft die Rückmeldung, hey cool, hier sind endlich mal Leute, die genau so denken und über meine Witze lachen und dann genau die gleichen Witze machen. Normalerweise haben die Autisten aus der Schule alle mitbekommen, erstens, ich verstehe die Witze der anderen nicht und meine Witze versteht auch keiner. Dann sind die auf einmal mit anderen Autisten in einem Raum und denken so, hey cool, Menschen, die meine Witze verstehen und die gleichen Dinge witzig finden, ist ja komisch. Ja, ist es nicht, aber hey, so ist das halt. Ja, starke Fokussierung auf Details, das ist auch etwas, das nutzen auch IT-Konzerne mittlerweile aus, tatsächlich auf dem Arbeitsmarkt. Autisten sehen relativ schnell Details. Also ich hatte mal ein Bewerbungsgespräch, da hat man mir Quelltext vorgelegt und hat nichts dazu gesagt und dann meine ich, da sind Fehler drinne. Das war aber gar nicht die Aufgabe, einen Fehler zu finden, sondern ich sollte gucken, was der macht. Und die so, wieso ist da ein Fehler drin? Oder letztens hatte ich auch noch ein ganz anderes Bewerbungsgespräch. Und da war dann halt, ich war der Dritte an dem Tag. Und da war halt irgendwie so, ja, Sie waren jetzt 2 Wochen im Urlaub. Vor 4 Wochen haben wir das und das gelauncht. Wir konnten Sie leider nicht erreichen. Was sagen Sie jetzt da und dazu? Ich will da nicht weiter drauf eingehen, was es genau war, aber das war so das Ding. Und die Leute haben halt alle, was sagen Sie jetzt da und dazu geantwortet. Ja, mir ist der Logikfehler sofort aufgefallen und ich war der Erste so. Ich war 2 Wochen im Urlaub und vor 4 Wochen habt ihr das released? Ernsthaft? Hat kein anderer Bewerber mitbekommen, dass da ein Fehler drin ist. Das ist halt dieses Details sehen und gerade Zahlen, also Zahlen ist halt auch so was Schönes. Und originelle Problemlösungen hat man auch ganz häufig, dass halt
Dinge kommen, dieses, ja, Out-of-the-Box-Denken. Also ich kenne einen, der heißt, ich weiß gar nicht, ob das selbst gewählt ist oder nicht, der nennt, das ist auch jemand, der sehr kluge Bücher über Autismus geschrieben hat, der nennt sich auf Twitter Querdenker. Und da sagt man ja immer so, was, Querdenker? Das ist ja so, ah, shady. Man kennt das, aber nee. Ich glaube, dass Autisten wirklich Querdenker sind im eigentlichen Wortsinne und nicht in diesem shady Sinne. Ja, genau. Das sind meine Quellen. Ich lade die Folien gleich in dieses Pre-Talks hoch, in dieses System und werde das dann auch nochmal auf meinem Twitter-Kanal teilen. Den kann man dir runterladen. Wer mehr dazu wissen will, das ist die Adresse zu meinem Podcast Autistische Wahrnehmung. Da gibt es mittlerweile, ich glaube, 20 oder 21 Folgen. Ich müsste nachgucken. Weiß ich nicht so genau. Und ja, da findet man auch noch ganz viele weitere Dinge. Ich hatte jetzt hier eine halbe Stunde Zeit. Ich glaube, da liegt mittlerweile ein halber Tag an Audiomaterial zum Thema. Genau. Und damit, ja, habe ich genau das geschafft, was ich schaffen wollte, nämlich eine halbe Stunde für den Vortrag und eine Viertelstunde für Fragen, weil ich hoffe, dass ihr viele, viele, viele Fragen habt. Löchert mich. Genau. Ach so, und für die Leute im Stream, die das gerade gucken, weil sie mir selber folgen oder mir auf Twitter folgen, ich gucke auch in meine Mitteilungen rein. Also wenn ihr Fragen habt, könnt ihr auch das gerne über den Autistische Wahrnehmung-Account mit einem Menschen machen, dann gehe ich da auch drauf ein. Ich höre zu, auf jeden Fall. Oh, gibt es Fragen? Komm, irgendwer wird doch eine Frage haben. Da ist eine Frage. Du hast auch davon gesprochen, dass es schwierig ist, eigentlich die Diagnose zu kriegen oder dass das einfacher ist, seit du das weißt. Und da bist du ja sicher nicht alleine. Wieso ist es so schwierig zu diagnostizieren oder was sind da Probleme? Warum ist es so schwierig zu diagnostizieren? Ich hatte ja schon gesagt, wir brauchen mehr Forschung. Das Problem ist, es gibt, ich sage immer so, es gibt, ich habe so einen schönen Satz, es gibt eine Gruppe von Personen, die schlimmer sind als Menschen, die keine Ahnung von Autismus haben. Das sind Psychologen, Psychiater und sonstiges medizinisches Fachpersonal, das keine Ahnung von Autismus hat. Die meisten Leute wissen einfach nicht, was Autismus ist. Hans Asperger hat Autismus 1943 entdeckt. Die Forschungen zu Asperger-Autismus sind dann aber durch die Wirren des Zweiten Weltkriegs und weil es auf Deutsch ist, verschütt gegangen, wurden von Laura Wingens in den 1980er Jahren in den USA wiederentdeckt. Die Diagnose Asperger-Autismus gibt es eh erst seit den späten 90er Jahren. Autismus ist bis heute nicht verpflichtend in Psychologiestudien in Deutschland. Es gibt ganz, ganz wenig Fachpersonal. Ich hatte meine Diagnose innerhalb von 6 Monaten bekommen, das war schnell. Wenn du heute feststellst, dass du Autismus hast in Deutschland und nicht Kind bist, sondern über 18, dann dauert eine durchschnittliche Diagnose 1 bis 2 Jahre. Danach hast du eine Diagnose, allerdings keine Hilfe, sondern nur eine Diagnose. Es gibt so gut wie kaum Hilfe. Es ist ganz schwierig. Es gibt kaum Verbände, die sich dafür einsetzen. Es gibt einen Elternverband, der ganz, ganz langsam mitbekommt, dass Autismus auch irgendwie nach 18 Jahren irgendwie weiter existiert. Das ist ganz schwierig. Die Versorgungslage für Kinder ist deutlich besser. Da gibt es Autismustherapiezentren. Allerdings gibt es für ja, ältere Leute, also Leute über 18, kaum Hilfsangebote in Deutschland. Wie es in Österreich ist, weiß ich nicht. Inwieweit helfen fiktive Figuren in Filmen oder Unterhaltungssachen, die so gezeichnet werden, oder ist es eher schlimm? Oh, schwieriges Thema. Ja, das Wayman-Thema wahrscheinlich, ne? Wayman war kein Autist, der war Savant. Wayman.
Das ist so der bekannteste Film. Raymond war kein Autist, Raymond war Savant. Das hat mit Autismus nur insofern zu tun, dass alle Savants Autisten sind. Das heißt, er war hochbegabt und so. Also, wie gesagt, das ist halt eine Geschichte von jemandem, der Savant war und weil es besser verkauft, hat man Autismus draufgepackt. Hat, glaube ich, den Autisten sehr viel geschadet, weil alle fragen so, und was ist deine Superfähigkeit so? Ja, nee, haben wir nicht. Wir haben Spezialinteressen und manche haben sie, manche nicht. Auch sonst ist es so, es gibt immer mal wieder gute Darstellungen, es gibt auch immer mal wieder schlechte bis sehr schlechte Darstellungen von Autismus. Und ja, es ist schwierig. Und das hängt auch sehr davon ab. Also es gibt gute Filme und es gibt nicht so gute Filme. Und ja, die guten Beispiele fallen mir gerade nicht ein und die schlechten will ich nicht erwähnen. Außer Raymond, weil den kennt man und da kann man immer sagen, nein, Raymond stimmt nicht. Deswegen, ja, kann man das gerne erwähnen, dass der Film nicht stimmt. Aber mir fällt jetzt, ja, ich weiß nicht, ich kenne Sheldon Cooper nicht. Bei Sheldon Cooper heißt es immer so, ja, das könnte irgendwie sein, aber nicht. Oder habe ich die Serie verwechselt? Ich kenne nämlich selber nicht. Egal, nächste Frage. Ich kenne mich mit Serien und Filmen sehr schlecht aus. Ja, haben wir noch Fragen? Dann gucke ich mal, ob ich aus dem Internet eine Frage habe. Nein. Ja, wenn es keine weiteren Fragen gibt, dann ja, danke ich für eure Aufmerksamkeit und wünsche euch allen noch eine schöne Easter Hack. Danke, dass ihr da wart zu dieser frühen Stunde. Und ja, frohe Ostern und gutes Hacken. Viel Spaß auf der Veranstaltung. Danke.